Herzlich willkommen zu unserem neuen Christenjahre-Video. Es sind wieder dabei der Nico, der Norbert und unser Nickbert. Du Nico, heute ist doch der 8. März. Weißt du, was das für ein Tag ist? Der 8. März, stimmt. Der Tag nach dem 7. März, Montag ist heute. Aber ansonsten, nee, weißt du, hat er immer Geburtstag, hat was verpasst. Es ist alles nicht falsch, was du gesagt hast, aber 8. März steht in jedem Kalender drin, ist der Weltfrauentag. Okay, habe ich mich bisher noch gar nicht so mit beschäftigt. Und weil heute Weltfrauentag ist, habe ich mal einen Gast eingeladen. Das ist ja toll. Oder sagt man, eine Gästin ist nämlich eine Frau. Ihr kennt sie schon. Wir haben sie schon mal in Leipzig-Schönefeld besucht. Das war dieses Video mit der Pyramide und dem Schloss. Ach, und dieser schicken Kirche. Conny! Conny Kramm, nicht Conny mit der roten Schleife im Haar. Conny Kramm arbeitet auch in der Kirche und die habe ich heute mal eingeladen zum Weltfrauentag. Jawohl, müsste jeden Moment eintreffen. Ach so, aber sag mal, hast du eigentlich ein Geschenk für die Conny? Ich habe ein Geschenk für die Conny. Jawohl. Weil das macht man ja sehr höflich, ne? Dass man da. Naja, also Norbert. Wie jetzt? Gefällt es dir etwa nicht? Oh, ach, ganz toll, so ein hübscher, goldener Engel. Ja. Ich hätte auch noch was anderes. Guck mal, wenn sie lieber was aufhängen will, wenn sie nicht so viel Platz zum Hinstellen hat. Das als Pappe ist das ja, ne? Ja, das ist so. Ja, gut, das ist aus so einer Verschenkekiste gewesen. Norbert, ich glaube, das wirkt fast ein bisschen unhöflich. Ich würde sagen, der Blumenladen hat, glaube ich, noch auf. Ich renne mal ganz schnell zum Blumenladen und hole noch mal ein kleines Sträußchen. Das ist dann ein bisschen höflicher und da freut sich die Conny bestimmt eher. Okay? Aber dann flinke Füße, die Conny kommt gleich. Ja, hier kommt Conny, meine Freundin Conny. Mittlerweile ist die Conny eingetroffen. Conny ist eine Kollegin von mir und wer kennt sie noch? Wir hatten sie nämlich mal im Video schon mal dabei, als wir... Der Nico und ich in Leipzig-Schönefeld waren. Ihr erinnert euch, diese Folge mit dem Schloss, mit der Pyramide und mit dieser Kirche, wo der Robert Schumann geheiratet hat. Herzlich willkommen, Conny. Ja, danke schön. Schön, dass ich hier sein darf in eurem schönen Christenlehrerraum oder Diakonat. Ja. So, die Conny hat uns heute ein Thema mitgebracht. Erzähl mal. Ja, ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, weil Weltfrauentag ja ist. Superheldinnen der Bibel. Superheldinnen der Bibel. Das habe ich ja noch nie gehört. Also Superhelden kenne ich. Ja, also Superman, Batman, also die kennt jeder von uns. Aber Superheldin in der Bibel, habe ich noch nie was davon gehört. Naja, es gibt auch coole Frauen, die richtig Action machen können. Echt? Also, ja. Ich habe mal eine mitgebracht. Soll ich dir die mal vorstellen? Ja. Die Rahab. Die steht nämlich in der Bibel. Mhm. Und das ist eine Superheldin, die Rahab. Und zwar, weißt du, was die gemacht hat? Also, die Rahab, die hat in einer Stadt gewohnt, wo ganz viele böse Menschen gelebt haben. Und auch der König da war sehr böse. Und die hatte ein Gasthaus. Und irgendwann sind zwei Spione gekommen, nämlich von der guten Seite. Also aus dem Volk Israel, die mal ausspionieren wollten, wie sieht es denn da in der Stadt aus, wo sind denn Wachen und wie können wir die Stadt erobern und befreien von den bösen Menschen. Das wollten die herausfinden. Und die haben bei der Rahab gewohnt. Und der König hat es aber mitgekriegt, der König von der bösen Seite hat es mitbekommen. Und er hat seine Wachen zu Rahab geschickt. Und die haben dann angeklopft und haben gesagt, hey Rahab! Hör mal zu, bei dir sind zwei Spione. Und die Rahab so aus dem Fenster guckend, bei mir? Nein, hier sind keine Spione. Das kann nicht sein. Und wisst ihr, was die gemacht hat? Die hat die Spione nämlich vorher auf dem Dachboden versteckt, damit die keiner entdeckt. Aber sag mal, Conny, ist das nicht ziemlich gefährlich? Wenn der böse König das jetzt rauskriegt oder seine Wachen, dann ist doch die Rahab mit dran. Naja, so ganz ungefährlich war das nicht. Aber ich denke mal, dass die Rahab sich vielleicht gedacht hat, naja, stehe lieber auf der Seite der Guten als auf der Seite der Bösen. Möglich. Aber gefährlich war das schon, ne? Also so mitten umzingelt von Bösen, von Feinden, da zwei Spione von den Guten zu verstecken, ziemlich brenzlig. Ja, deswegen steht sie ja unter Superheldinnen in der Bibel. Ziemlich mutig, ja. Und ziemlich stark. Ja.
Ja, das denke ich auch. Ja, also die hat die Männer auf jeden Fall versteckt und hat dann die Wachen des Königs in die Irre geführt. Die hat nämlich gesagt, hier sind keine Spione. Die waren aber hier. Und die sind aber bei Sonnenuntergang schon wieder weg. Und hat dann gesagt, die sind da in die Richtung gelaufen. Und die Wachen natürlich haben ihr geglaubt und hinterher, ne? Klar. Und dann hat sie hat selber ein bisschen Schiss gehabt, glaube ich. Also so Spione, wenn ich die im Haus habe, hätte ich, glaube ich, auch ein bisschen Sorge. Und dann hat sie aber, ist sie dann zu den beiden Spionen hingegangen und hat gesagt, naja, wenn ihr jetzt wirklich kommen wollt und die Bösen hier vertreiben wollt mit euren Männern und Frauen, dann bitte verschont mich und meine Familie. Also nicht, dass uns was passiert. Klingt logisch, denn sie hat den Spionen doch geholfen. Ja. Und die Spione haben das auch eingesehen, natürlich. Sie gehörten ja auf die gute Seite. Und die haben dann aber eine tolle Idee gehabt. Die haben nämlich gesagt, wenn wir kommen, vorher, dann musst du ein rotes Band aus deinem Haus hängen lassen. Dann wissen wir, dich verschonen wir. Und deine Familie auch. Und Conny, wie geht denn die Geschichte weiter? Haben jetzt die Guten gewonnen? Hat das rote Band was genutzt? Das ist ja spannend. Wie geht das jetzt Nee, weiter? das Rote Band hat schon was genutzt, weil die kamen nämlich, die Israeliten, und die haben das Rote Band an dem Haus gesehen und das Haus ist verschont worden. Und die haben die Stadt eingenommen. Also die haben die Stadt befreit. Die Guten haben gewonnen. Die So ein Guten bisschen haben wie im gewonnen. Märchen, aber hier in dem Falle eine wahre biblische Geschichte. Jetzt verstehe ich auch, warum die Rahab so ein bisschen als Superheldin beschrieben wird. Nicht, weil die jetzt vielleicht mit dem Schwert besonders gut kämpfen kann oder mit der Lanze besonders viele Böse tötet, sondern weil die auf eine ganz andere Art und Weise Stärke bewiesen hat. Nämlich, die war im Kopf schlau, hat die Bösen ausgetrickst und sie hat vor allem ganz viel Mut bewiesen, zwischen diesen ganzen Feinden, zwischen diesen Bösen, sich für die richtige Seite zu entscheiden. Und das war ziemlich gefährlich. Dafür braucht man schon ganz schön Mut. Genau. Und sie hat die Entscheidung für ihre Familie auch getroffen, dass denen nichts passiert. Du Conny, ich wusste ja gar nicht, dass Frauen in der Bibel so eine starke Rolle spielen oder dass die da richtig aufregende Abenteuer erleben. Jetzt hast du uns die Geschichte von der Rahab erzählt. Gibt es in dem Buch denn noch mehr Frauen, die damals in der Bibel sowas drauf hatten oder irgendwas Superheldenhaftes gemacht haben? Ja, in diesem Buch kommen noch einige Frauen vor. Ich zeige es mal in die Kamera. Vielleicht habt ihr von der einen oder anderen Frau mal was gehört. Zum Beispiel von der Esther oder Deborah oder vielleicht von Ruth und Nomi. Ja, oder Elisabeth. Also es sind einige Frauen, die in diesem Buch vorkommen und wo es ganz spannende Geschichten drüber gibt. Superheldin in der Bibel aus dem Herder Verlag scheint ein cooles Buch zu sein. Das muss ich mir doch glatt mal zulegen. Norbert, bin ich gerannt? Ja. Oh, Hallo, Nico, Conny, grüß hallo, dich, Mensch, grüß das ist dich, ja hi. eine Überraschung. Ich komme mal kurz hier hinten rum. Ja. Mensch, da bist du schon da. Ja, ich habe dir hier noch was mitgebracht, zum Norbert auch mit. Alles Gute, herzlichen Glückwunsch zum Frauentag Oh, wünschen danke schön, wir. euch Ja, und beiden. schön, dass du da bist. Kann man jetzt schatten, ne? Oh, Nico, so schnell wie du gerannt bist, So wir schnell. sind mit dem Thema schon durch für heute. Wenn du wissen willst, worum es ging, dann musst du mal unser Christenlehrer-Video anklicken. Na, da bin ich ja jetzt baff. Da habt ihr alles schon aufgenommen. Und ich Ja. muss jetzt auch schon wieder gehen. Also, schön, dass ich bei euch sein durfte. Ja, Bis zum auch nächsten wenn es Mal. nur kurz war, schön, dass du da warst, Conny. Mach's Tschüss. gut. Du Nico, heute hast du echt was verpasst. Ich ärgere mich. Ich ärgere mich schon. Aber ich gucke es mir dann an. Jawohl, da ging es nämlich heute um die Superheldinnen der Bibel. Und jetzt könnte man sagen, oh Bibel, das sind wieder so alte Geschichten. Nein, ich glaube, wir haben auch in unserer heutigen Zeit viele Superheldinnen. Und immer nur am 8. März, am Weltfrauentag dran zu denken und vielleicht mal einen Strauß Blumen zu schenken, ist eigentlich ein bisschen wenig. Eigentlich sollte man das ganze Jahr beachten und nicht nur an einem Tag.
Genau, das denke ich auch, weil ich auch solche Tage gerne vergesse. Ich denke, es gibt auch heute ganz viele Superheldinnen, vielleicht sogar mehr als Superhelden, wenn ich schaue, was Frauen auch heute so vieles leisten. Und das wird oft gar nicht gesehen. Ja, und die machen das wie unsere Rahab in der Geschichte nicht mit Muskelkraft, sondern ganz oft mit Köpfchen, Geschick und ganz feinem Gespür. Das soll es für heute gewesen sein. Es war schön, dass ihr wieder zugeschaut habt. Wir möchten uns an der Stelle verabschieden. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin eine gute Zeit. Viel Spaß in der Schule. Bleibt gesund und fröhlich. Genau. Auch von mir. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao.